Ich bin aber auch ein Schlawiner, ne? So, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann verprügel ich jemanden. Gehe ich gleich raus, schön Roberhausen in der Altstadt und verprügel einfach irgendwelche Menschen. Weil mir danach ist. Und die da jetzt um die Uhrzeit rumlaufen, die haben es wahrscheinlich eh nicht anders verdient. Die laufen dann da wahrscheinlich auch, um sich zu prügeln, Alter. Ganz Oberhausen ist der einzige Fight Club. Aber verratet das keinem. Bist du schon wieder krank? Ja! Welcome to my life. Aber ich ziehe halt jetzt hier durch. Ich hab Bock. Ich wollte eigentlich nur eine Stunde streamen. Mittlerweile sind wir bei 2 Stunden. Lol, ich dachte, das eigentlich wäre mehr. So, machen wir mal schnell hier. Ah, toll. Immer wenn ich krepiere, sind meine Waffen ja weg. Ist auch immer die geile Sache hier. Hätte ich keine Cheats, müsste ich jedes Mal wieder neu zum Waffenhändler gehen. Toll. Kannst du bitte weggehen mit deiner Scheiße da? So, hier, weg mit dir. So. Okay, das wird jetzt ein bisschen... Oh ne, das geht eigentlich. Das läuft eigentlich ganz, ganz... Warum streamst du eigentlich so selten? Weil Stream halt für mich mittlerweile einfach nur das Hobby geworden ist, ne? Ich habe ja jetzt YouTube hauptberuflich und ich habe für mich gesagt, okay, Stream ist dann einfach für mich, wenn ich da Bock drauf habe und Zeit habe, mache ich das mal. Und heute ist so ein Tag, da habe ich gesagt, komm, machen wir das mal. Ja? Das ist halt gemütlich hinsetzen, bisschen quatschen, bisschen zocken. Nicht groß trara, nicht groß überlegen, was du machst oder wie du machst. So, wo ist er? Deshalb kommt da jetzt bestimmt noch einer. Ja, natürlich. Ne, das geht nicht. Ich muss hier ernsthaft mit einem Sniper durchlaufen. Das ist doch nicht deren Ernst, ey. So. Haben wir dann jetzt? Woran ist er jetzt gestorben? Am Duft vom Blut der anderen, oder was? Oh, Gott im Himmel, ey. Hier, fang mich, fang mich. Keine Lust mehr. Mann, jetzt krepier ich noch nicht mal. Jetzt krepier doch. Ich habe keine Lust, jetzt wieder zurückzulaufen und nehme ich jetzt einmal ein Taxi. Junge, Junge, Junge. Ja, das Spiel ist schon manchmal ein bisschen frustrierend. Du kommst heute nicht mehr raus, Mausi. Das tut mir ja leid, aber... Ich möchte halt einmal demonstrieren, wie der arme Kater da sitzt und raus will. Das Problem ist halt, ich kann dir nicht rauslassen, weil wir hier 4 Etagen haben im Haus. Oh, tschüss. Aber ich muss erst die Mission annehmen. Und A, nimmt er dann alles auseinander von meinen Eltern, dann rasten die komplett aus. B, kackt er manchmal in der Ecke, hat er sich jetzt in letzter Zeit angewöhnt, fand ich auch super. Und C, haben wir halt unten noch Vögel, die der dann, ja, sich mal genauer angucken möchte, ne? Deswegen habe ich den jetzt hier eingesperrt bei mir. Und dann muss ich die Scheiße hier geben, die ich hier aufnehme. Aber keine Angst, er hat Fressen, er hat Klo und er hat Wasser. Und er hat eigentlich auch Ausguck und genug Spielzeug. Aber draußen ist er ja immer noch ein Stückchen schöner, ne? Hat er eine tiefe oder hohe Stimme? Der Kater? Sag mal was. Miau. 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 Der guckt mich nur an, als wäre ich geistig behindert. Hallo. Miau. Miau. Nee, der findet das nicht so lustig, was ich hier mache. 4 Etagen, der feine Herr. Ja, Mann. Das ist aber auch nicht mein Haus, also das gehört nicht mir. Noch nicht. Ich hab ja auch einen Onkel, den beerbe ich irgendwann noch. Von wem ist das ein Zitat? Wer das weiß? Ich glaube, ich habe das Zitat nicht richtig zitiert, aber ich bin gerade auch nicht mehr in der Lage, über irgendwas nachzudenken, weil ich hier gerade rede. Wer das weiß, kann es gerne in den Chat schreiben und sich freuen, dass er recht hat. Und wer es weiß, ist natürlich auch ultra cool.
Aber das wissen die Leute, die es wissen, ja sowieso schon. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Jetzt Versuch 12. Ich mache aber jetzt hier vorher die Kacke. So, wann schießen sie? Jetzt, okay. Problem ist, die spawnen halt erst, wenn ich nah genug dran bin. Das ist richtig, richtig, richtig gut. So, zack, zack. Treffe ich den Lappen nicht mal. Da, tschüss. Ran da, denn sie will ja. Osama, Gandhi, nee, das ist alles falsch, Leute. Das ist ein nice Zitat vom besten Menschen der Welt, leider schon verstorben. Solange man lebt, soll man rauchen. Und dafür brauche ich die noch. Na toll, jetzt muss ich hier noch näher rangehen. So, hier auf die Klöte. Da, tschüss. Jetzt muss ich auch Espe. Harry Potter. Es weiß wirklich niemand, von dem das Zitat ist. Also ich bin wirklich schwer enttäuscht. Ich schätze mal Helge Schneider. Wow. Ich meine, das ist schon näher dran als Osama oder Gandhi, ne? Aber ich bin trotzdem enttäuscht, dass ihr nicht die exakte Person nennen könnt, die es gesagt hat. Wenn es einen Menschen gibt, den ich irgendwann mal kennenlernen wollen würde, es ist dieser Mensch. Helmut fucking Kirschkin, Leute! Was stimmt mit euch nicht? Also, ich bin enttäuscht. Ich bin empört. Ich glaube, der Lappen, der stirbt jetzt wieder. Pass auf, jetzt. Der krepiert. Boah, ja! Miau! Miau, miau! Ich kann das nicht nachmachen. So, hin, schnell! Ich hol dich! Alter. Oh. Gott sei Dank. Wer soll das sein? Wow, 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 wer ist das? Wer ist das? Wer? Leute, ja, ich hab hier nicht umsonst einen 00 Schneider-Poster im Hintergrund hängen, ja? Drücke die Tab-Taste, um diese Waffe aufzunehmen. Welche Waffe? Hier ist keine Waffe. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wo ist der? Wow, wow, wow. So, wo wird jetzt? Ah, hier ist ein Auto. Ah. Wir wollten nicht testen. Ah, der All-Time-Classic, Mann. Wir wollten nicht testen. Ich wollte dich nur testen, das ist der Klassiker. Was ist denn das hier für einer, Alter? Kannst du mal bitte nicht den Weg versperren? Das ist ja nicht so, als wäre hier nicht schon genug Stress. Wow. Leute, hier ist eine Sackgasse. Jetzt verpisst euch gefälligst. Ah. Die jetzt, Leute, sind hinter euch her. Oh ja, aus dem Weg hier, ey, ihr vollen Deppen. Lasst mich doch in Ruhe. Ihr habt doch alle eine Latte. Weil ihr mich so schön findet. Late Night. Da kann man Sachen sagen, die man normalerweise nicht sagen sollte. Late. Ritter. Hab's gehört, nur Kater haben lediglich hohe Stimmen. Was? Alle Kater haben hohe Stimmen und Katzen an Tiefe so. Wow. Give me more food. Oh Gott, ey. Die scheiß Karre brennt schon. Ich seh uns schon explodieren. Ich wäre extra vorsichtig, aber da kommt jetzt irgendeiner und rammt mich. Ich wusste es! Schnell! Nein! 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 Was? Steig doch aus. Das hat doch nichts mit mir zu tun. Wenn ich ausgestiegen wäre, okay, aber der Lappen wäre doch niemals so schnell ausgestiegen. Das ist ja dann. Der Partner wurde leider getötet, ey. Boah, ich könnte kotzen. Jetzt muss ich das alles normal machen. Oh, es hat ein tolles Spiel. Habe ich richtig gut in Erinnerung gehabt.
Junge, Junge, Junge. Also, mein Kater ist vom lauten Nein aufgewacht. Ja, tut mir leid. Kannst du mir sorry sagen, Leckerchen geben und sagen, dass der eigentlich ganz cool ist, so hier, also ich. Vielleicht abonniert er meinen Kanal ja dann. Mann, ey, ich weine innerlich. Ich schreie einfach gerade nur. Das ist doch alles nicht mehr zu fassen, ey. So ein Tee wäre jetzt auch nice, habe ich das schon mal erwähnt? Ein Tee wäre schon schön. Aber das Spiel ist so packe schwer, das habe ich echt verdrängt alles. Ja, ist alles sehr emotional auch für mich. Was ist denn hier los? Aber ganz ehrlich, Leute, wir haben Donnerstagnacht und wir sind 250 Leute, ne? Also jetzt live. Das ist, Neko Funny, also da nicht schlecht. Habt ihr nichts zu tun morgen? Ich meine, selbst ich sollte eigentlich langsam schon schlafen, weil ich morgen früh aufstehen muss. Aber ich denke mir so, nö, warum? Weil das Spiel spielt sich nicht von alleine zu Ende. Und ich glaube, das werden wir im Leben nicht mehr heute fertig kriegen, aber nicht mal ansatzweise. Meine Nase tut weh grad. Das kommt doch gar nicht. So. Nerd Tools. Wer war das? Ich weiß nicht. So, hier, zack. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Dum 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 dum. Und ne, da bin ich zu weit weg. Da bin ich immer noch zu weit weg. Habe ich den die letzte Mal eigentlich auch gekillt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hä, der ist wieder. Der ist tot. Der war letztes Mal auch immer tot. Das habe ich. Das hab. Lol, was? Nein. Was? Wie, was? Der Junge, der wollte es auch echt wissen, ey. Guckt da durch das Metall durch. Ja, richtig! Junge, möchtest du mir nicht noch ein bisschen mehr Leben abziehen? Warum kommt ihr denn jetzt alle von da? Etwas weinen tut manchmal gut, wenn die Welt böse und gemein ist. In den Bauch, in den Kopf. Nee, das war die Schulter. Und dir schieße ich voll in die Hoden. Nice. Das sind die Besten. Unser Bestes von Persil! There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. Ah. Mach den Wagen am Eingang weg. Ist eine gute Idee. Oder wir nehmen den Wagen einfach. Tipp Aspirin ein. Ja, komm. Aspirin. Ich hab keinen Bock, das Aspirin. Aspirin. Bin ich dumm, Alter? A-S-P-R-I. Nee. Bin ich dumm? Ich bin dumm. Ich krieg das nicht mehr hin. Ach, mit E am Ende. Aspirin. Ah! Mem! So. Keine Alleingänge. Ja! Mann, jetzt komm! Du Lusche. Wo ist er? Was? Warum geht der hier hoch? Junge, was stimmt mit dir nicht? Oh, jetzt Leben. Danke. Hätte ich gar kein Ass.
so weitermachen. You know that wanker there is the bugle master. He's got your boy Lugs. Word is your mate trying to jump him. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Ah! Oh, hell! In plain English! Keep your party on! We call him across town the junkyard. Ja, das war auf jeden Fall, also, total gerechtfertiger Tod. Da, was habe ich mich auch wieder blöd angestellt, oder? Mann, wie konnte ich einfach... Warum? Wie ist der bitte gestorben? Gut, dann machen wir das jetzt nochmal. Nutten-Tools. Das gibt's doch nicht, ey. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier für jede Mission 8 Anläufe brauche oder noch mehr. Sonst wären wir noch nie fertig, Mann. Ja, genau. Einmal gekratzt, ey. Jo, lol. Ach ja. Da war ja auch nicht mehr lange. Ich merke so, wie meine Stimme langsam stirbt. Die Spoiler-Folge, die schmier ich mir mal aus der Haare, weil... Das will sich doch kein Schwein angucken mit der Stimme. Weißt du, wenn ich mit Off-Stimme arbeite, dann sieht man mich noch nicht mal mehr. Und dann hast du die Nase zu und Kratzen im Hals. Und wer hört sich denn so einen Kack an? Keiner. Da kann ich euch aber schon versprechen, nächstes Video kommt am Mittwoch. Also mal abgesehen vom Live-Kanal, da kommen ja jeden Tag mindestens ein Video. Aber die nächste Casual-Folge kommt am Mittwoch. Und zwar mit dem netten Hands of Blood zusammen. Das wird ein super tolles Video. Da habe ich schon Lust drauf. So, dann wollen wir nochmal, ne? Versuch 23. Immer dieselbe Scheiße hier. Dubi dam dam da dubi. Da ba di dibi di du. Ach Gott, ich kotz echt. Das ist doch alles nicht mehr wahr, ey. Kuckuck. Kuckuck. Ruft aus dem Wald. Tanzen, der hat ihn umgebracht. Das ist doch... Der stirbt doch jetzt gleich wieder aus irgendeinem Grund, ne? Und warum lebt der noch? Oder war der gerade auch schon da? Ach, ist das ein Spiel, ey. Das ist eins Ding. So, pass auf, der ist jetzt... Ist der tot? Nö, jetzt habe ich ihn erledigt. Jetzt habe ich den erledigt. Jetzt steht der auch von den Toten. Ja, Chewie, ich weiß, du willst raus. Es tut mir leid, hör auf zu miauen. Hört man ihn eigentlich? Warte, ich lass ihn mal kommentieren. Mein Mikro ist wieder da. Er wollte nicht, er hat es mir wieder zurückgeschoben. Hallo, was machst du denn hier? Du sollst doch nicht hier hoch. Nein, jetzt geh nicht auf die Tastatur. Alter, ich bin hier gerade am Zocken. Der Junge, der will es einfach hier wissen, ne? Ja, dann warte halt da drauf, dass da jemand rauskommt. Oh, fuck, der stirbt. There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do, mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun?